So, hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grid 2. Und ja, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt hier den lieben Honda CBR-Typen fertig und zwar mit einem Audi. Na denn, was soll's? Ja, dieses Auto habe ich jetzt gerade erst gekauft und lackiert. Bin gespannt, wie sich das Teil fahren lässt. Für S3 habe ich ein bisschen vorgesorgt und S1, damit wir auch driften können. Aber zu dem kommen wir natürlich später. Übrigens, hi Nick und hi Panos. Hallo. Hallo. Ja. Naja, jetzt haben wir halt den gut bewährten Ladescreen. Hoffen mal, dass hier ein bisschen die Runde ein bisschen abgeht. Nick versucht, nehme ich mal an, wieder seine Standardposition als Platz 1 zu halten. Versuchen wir, das Leben schwer zu machen, würde ich sagen. Mit dem ungetrippten Audi, ja, nee, ist klar. Unbedingt. Also wenn ich es dann schaffe, dann wirfst du das Spiel weg, nehme ich an, oder? Der ist auch lustig, also wer gleich das Foto gepostet hat bei Facebook, ne? Ja, unbedingt. Also, da habe ich mal die Viper genommen, die ich sonst selten nehme, und dann muss er gleich angeben, weil er den einmal gewonnen hat. Naja, ich würde irrsinnig gern mal S2 driften gehen. Boah, Alter, da unten. Echt, Audi ist scheiße, ey. Hast du die Kurve auch verkackt? Der ist halt ja rausgerutscht. Ne, er ist zu weit gerutscht, ja. Er hat sich einfach weitergedreht. Ja. Dann schauen wir mal, welchen Platz ich hier mache. Ja, der Audi ist ein bisschen kompliziert zum Fahren, ja. Hast du ja schon recht. Wieso kompliziert ist denn? Er driftet nur einfach weiter. Man kann gegenlenken, so viel du willst. Er driftet manchmal einfach weiter. Dann kannst du machen, was du willst. An sich ist er. Ja, an sich ist er genauso wie der Nismo. Der Nismo ist besser kontrollierbar. Naja, ein bisschen. Weil er leichter ist, kommt mir vor, ne? Der Audi ist ein bisschen schwerer. Der Audi ist ein bisschen schwerer, ja. Naja, macht ja nichts. Also derbe Scheiße gerade, ey, das gibt's ja nicht. Oh, Nick ist direkt vor mir gerade. Krass. War ja auch scheiße. Also ist das nicht schwer, dir gerade nachzukommen, ne? Nein, nicht mal ansatzweise. Na dann, müssen wir ganz schön was gegen Panos hier machen, ne? Der fährt uns gerade Komm schon wieder. Boden. Ey, immer in so einer langgezogenen Kurve. Der Audi ist für langgezogene Kurven echt nicht gemacht. Huh. Hi Nick. Hallo. Und tschüss. Ja, deiner ist ein bisschen mehr gepimpt, ne? Gut, ja. Merkt man ganz schön sogar, ey. Krass. Wenn er reinfahrt, weil ich mich zu weit lenken will, weil ich Angst habe, dass er einfach anfängt zu driften und dann nicht unter Kontrolle kriege, ey. Oh, ich bin jetzt voll rausgerutscht hier, ey. Krass. Komm, die dritte Runde muss jetzt was werden. Ja, auf jeden Fall, ey. Auch bei mir. So, versuchen wir mal hier anders zu nehmen. Ah, die Kurve geht schön, wenn man es auf der anderen Seite nimmt. Boah, Alter, ich hasse diese Kurve, Mann. Best Audi. Das ist einfach keine bessere Runde. Aber ja, genau! Den Typen, der mitfährt, den fahren wir gerade in Grund und Boden. Ich bleib erstmal hängen an diesem Scheißteil. Man sich auch so locker hängen bleiben kann. Ja, ganz easy, ne? Wenn ich jetzt voll Schaden vor dem Schadensmodell, wenn man auch in 1000 Teile zerfetzt worden. Ja. Von kannst du ausgehen. Glück fahren wir nach Hardcore. Ja. Ja, der blaue vor uns ist ja übrigens Nick. Wow, wow, wow. Okay, der blaue, der schon weit weg ist, ist übrigens Nick. Hast du einen Fehler gemacht? Bisschen. Aber naja, das Auto ist ein bisschen jetzt in Boah, ist die Karre, Alter, ist die Karre scheiße, ey, ganz ehrlich. Von Geschwindigkeit, Nismo, ne? Nee, nicht mal ansatzweise. Aber der Audi ist vielleicht schneller als der Nismo, aber ja. Der Nismo, ganz ehrlich, ich habe lieber einen Nismo, den ich besser kontrollieren kann, als so einen verfickten Audi, der einfach weiter rutscht. Wo man nicht mal mehr gegenlenken kann, wo du einfach, kannst einfach zugucken, wie er frontal gegen die Wand fährt.
Ja, genau, aber mit den Honda CBR 1000 RSS haben wir in Grund und Boden gefahren. Das ist, wenn ein Honda-Liebhaber einen Golf nimmt. Das passiert dann, ja. Also wie scheiße, dass es hier so wenige Hondas gibt, ne? Ja. Honda NSX-R und den... Und Honda Civic. Honda Civic, ne? Beide S3. Genau. Und einer davon sogar noch ein DLT-Auto. Genau. Heißt, er kann nur den Honda NSX fahren. Honda Accord wäre dann nett, ne? Für S2. Es wäre echt sowieso mal besser, wenn sie noch ein paar Autos mal reinmatchen würden. Oder ja, der Integra. Aber kostenlos. Oh, du nein, scheiß Königsegg One, ey. Jetzt hat er das paar von dem scheiß Auto gehört. Oh, patchen, ja, das sollen sie reinpatchen in das Spiel. Ich schwör's dir. Jeder will damit fahren. Ja, da würde aber kein anderes Auto mehr gefahren werden, ne? Ist ja auch nicht gerade das wahre. Schon ja, wieder so S2. Ja, wir können ja Veto machen. Ja, wir machen Veto. Ich komme dann ja auf Drift. Ja, das wäre nett. Aber bei S3 habe ich drei Autos, die ich bei Drift testen möchte. Den McLaren MP4C Kackdingsbums. Viel Spaß. Ja, den habe ich mir auf Drift extra umgepimpt. Und dennoch habe ich. Ja, Beschleunigung und Leistung halt, ne? Dann habe ich mir halt noch zwei Autos auf von S2 auf S3 hochgepimpt. Einmal den Nissan 370Z Roadster. Fürs Drift, ne? Ja, und den Dodge Challenger sogar. Oho. Ich überlege, ob für mal Veto, ja. S3, ja, wunderbar. Roter Süd. Geil. Deswegen, weil ich habe in S3 noch kein ordentliches Auto gefunden, mit dem man gut driften kann. Oha, wir können die ECs fahren, aber fett. Ja, aber nicht alle. Dann die Luft. Das ist krass. So, warte, welchen nehme ich denn jetzt? Ich nehme jetzt erstmal den 370Z Roadster. Ja, ich würde sagen, ich teste mal auch eine neue Karre, den Mercedes C63 AMG. Habe ich extra schön getuned für euch. Habe mir viel Mühe gegeben, eine halbe Stunde gesessen, damit ich das richtige Design finde. Natürlich ist das eine Lüge, aber egal. Da du ja so viele zur Auswahl hast schon, ne? Oh Mann, ich freue mich schon, wenn ich höheres Level habe und ein bisschen bessere Auswahlmöglichkeiten vom Lack her habe, ne? Jetzt kann ich zumindest schon Mattlackierung nehmen, ey, das gefällt mir. Das ist schon mal gut, ja. Also das strahlt weiß so schön raus, das gefällt mir total, also. Ich finde, man sieht an sich in Spielen echt geil aus, aber in Real Life sieht das nicht so doll aus. Ja. Aber in Spielen sieht das extrem geil aus. Ja, extra für euch getuned, ein bisschen auf Glück. Der Neo, na, wie sieht er denn aus, ey? Bisschen ja, orange und so. Ja, es sieht geil aus, oder? Hier seitlich das Design machen. Mit dem Würfel. Sieht geil aus. Ihr habt es auch auf dem Paul, ist halt einfach nur blau oder was? Ja, ja. Habt blau mit ein bisschen lila, halt Flipflop-Style und schwarze Felgen. Ah. Na doch. Ich finde Wurzel echt geil mit dem Spoiler jetzt hinten dran. Wow. Karre ist vielleicht scheiße zum Tür. Driften. Wow. Nee, zum Driften ist dir nicht so geeignet. Die Fahrt dorthin, wo du hin willst. Das ist auch wohl ein Drift-Auto ist eigentlich. Ja. Nee, das ist für mich ein Grip-Wagen, ey. Das, der fährt sich wieder Caterham, ey. Da freue ich mich schon auf normale Rennen. Boah, der Typ, der kann echt nicht fahren, der Erste. Digga, was macht der denn da? Alter, ist der dumm? Natürlich kein Speed um hier. Alter, bin ich schlecht. Ich will S2 haben. Oh Mann, ey. Nein, 44.000 bei 5 und Kollision. Ich hatte gerade auch über 40.000 mal 5 und... Oh mein Gott. Okay, oh Nick, mein Gott, bin ich scheiße gefahren. Ach, scheiße. Alter. Was ist... Ich wollte an deiner Auto hast du zusammen. Der ist gar nicht mal so schlecht zum Dürfen. Ja? Ja, muss ich ja mal sagen. Vielleicht jetzt nicht gerade die perfekte Strecke, um das wirklich zu testen. Oh. Ja, Alter, weißt du, der blockiert mich wie behindert, ja, weißt du, und dann macht der noch mehr Punkte. Alter, ist das ein Lutscher, weißt du, die ganze Zeit blockiert er mich, hatte keine Geschwindigkeit, um eine Kurve zu fahren. Und der macht auch noch mehr Punkte oder was, Alter. Also mit einem Honda NSX-R hätte ich ihn, glaube ich, trotzdem noch abgezogen. Der Lutscher ist nur hin und her gerutscht. Wie die Noobs, wenn sie starten, immer links, rechts, links und ein paar Punkte zugeiert, weißt du, und das hat er die ganze Zeit gemacht. Das kann es aber nicht wahr sein. Das ist für mich kein richtiges Driften. Nee, ne? Ist es auch nicht. Das ist einfach nur, ja, sowas gehört eigentlich irgendwie gepatcht, damit man genau das verhindert, was die machen. Oh, Nick ist gerade am Sterben. Hab ich verschluckt. Zum Beispiel wie das
Ich glaube, bei Need for Speed, bei irgendeinem Need for Speed ist das ja so geregelt, dass es Driftzonen gibt, ne? Driftzonen? Ja, oder bei irgendeinem Spiel, ich weiß jetzt nicht genau welches. Da ist das so geregelt, dass es nur in den Kurven die Punkte gibt. Ja, hier Underground 2 eventuell. Da gab es ja Drift-Events und dann kann man halt auch in den Kurven halt ordentlich nur Punkte Nee, bei machen. Underground 2 weiß ich, dass man auch auf der geraden Punkte holen hat können. Ja, schon Ewigkeiten hier. Welches Spiel war das? Muss man auf jeden Fall nicht, weil da gab es kein Driften. Da gab es kein Driften. Carbon war es auch nicht, weil man auch auf der geraden Punkte holen hat können. Danach Und ist, muss irgendwas wie Hot Pursuit oder sonst was gewesen sein. oder Oder generell ein Shift. anderes Spiel, ne? Irgendwas wie Shift oder sowas. Das könnte sein, obwohl Shift habe ich nicht wirklich viel gezockt. Bei Beto. irgendeinem Spiel. Betonio. Ja, okay. Boah, okay, Viertok. das hat sich besser gemacht. S4-Tok, jawoll, darf ich wieder Leihwagenstrafe zahlen. Aber naja, die Karre ist eindeutig schöner getunt, als sie Fahren wir ein fährt paar Mal. fürs Drift, aber naja, macht ja nichts. Bei der Raubkatze fahre ich. Komm mal den Audi A. Aston Martin 177. Nice. Nice, Panos. Nice. Miete. Das ist der Typ, der mit der Honda-Fan und der hat wohl ein DLC. Gerade der mit dem Honda Civic drin. Nur bin ich gespannt. Heute ist es ein bisschen eine Nubi-Runde, ne? Für mich. Keine Ahnung warum. Also war es nur das Drift. Das schaut jetzt ganz anders aus. Oha. Das ist seine Mischung, eine Raubkatze, ne? Muss ich das wissen. Also, wenn da ganz viele Da Vögel bin ich drauf geschissen gespannt. hätten. Ach. Ein Gepard, Ein oranges Auto mit ganz vielen weißen Flecken. Alter, Migrant, der Lutscher! Alter, hat er rübergezogen! Du bist ein war ich kleiner das Homo. letzte Mal in der Runde? Panos, du kriegst sowieso noch mal eine Rache von mir, ne? Ich krieg ja, glaube ich, auch noch eine, oder? Nee, der Digga kriegt noch eine, der hat das aber schon längst Ja. vergessen. Oh, Delta Da wette ich bekommt noch drauf. von mir noch 3 Stück, Alter. Da bin ich gespannt. Ja, das hat er sogar aufgenommen, wo er mich immer weggeführt hat. Aufgenommen? Aufgenommen, ja, er hat mich auch. Hat aufgenommen, also. Der Typ fährt ziemlich Ja, gut da, der weggeführt, ja. Civic-Typ. Der kann S4 fahren. Was fährt er denn Oh, eigentlich? jetzt hat er Ja, fährt verbockt. er, warum mir fährt er, glaube ich, ne? Yep, Der wäre jetzt auch hat so er komisch, verbockt. weißt du? Er fährt immer nur Autos, der sich hochgepimpt hat. Irgendwie schon. Wie viel fährt man denn einfach um mir 8C auf S4, wenn man da sonst was fahren könnte auf S4? Bugatti Koenigsegg. Richtig. McLaren. Also die Karre, wenn die getunt wäre, wäre die glaube ich gar nicht so übel, ey. Mann, was ist los? Warum hast du vielleicht verloren? Du hast ein Bitte. Auto, der klebt auf der Straße Hast du jetzt. so eine Wildkatze? Die ist doch schnell, Junge. Ja, ist sie. Du kriegst das nur vollgeschissenes oranges Auto. Da weg. Da waren ganz viele Vögel drauf gekackt. Fast das Schild Guck des mal. Todes erwischt, ne? Ja. Ja, beleidigt Und immer gewonnen. meine Lackierung, als ob seine besser sind. Ja, normal. Ja, normal, Alter. Also, den Ach habe ich jetzt komm. abgezogen, ey, zum Glück. Wenn S2 ist, nimm mal dein Mercedes-Benz da, weißt du, und dann zeig dir mal Neo. Dann will ich mal sehen, ob was Neo dazu sagt. Ich finde das Ding so hässlich, Junge. Hast du Ich eigentlich die kenne Felgen die mittlerweile Lackierung. gewechselt? Nö, noch nicht. Die Felgen sind das Schlimmste an dem Auto, ey. Aber ganz ehrlich, jetzt muss ich ganz ehrlich mal kurz zu Honda was sagen, ja? Die Honda CBR 1100 RR, ja? Das ist ja ein richtig krasses Motorrad, aber trotzdem, das Gegenstück von BMW gefällt mir trotzdem besser. Alleine von der Elektronik ist das einfach krass. Einmal diese Elektronik, Alter. Alter, das ist extrem. Wirklich. Und Müllpfeffer. Bordcomputer, der berechnet teilweise, wie du am besten in der Kurve liegen solltest. Und passt das Fahrwerk dementsprechend an, ne? Es ist unglaublich. So, letztes Rennen, dann ist schon wieder vorbei. Red Bull Ring Unglaublich, wie viele S1. P man alles in der Lobby bekommt. Versuchen wir nochmal Veto, damit wir nicht die Ja, langsameren also Strecken so gut fahren. ist der Typ nicht, der Honda-Fahrer, weil der hat schon 1266 Rennen gefahren und ist gerade mal Level 33. Und ich habe 514 gefahren.
Ich hab 1686, ne? Und dann Level 89. Leute, wir machen Veto, okay? Ja, ja. Es sei denn, es ist ein bisschen zu la. Ja, mal Glück, ist mal wieder Drift oder so. Außer Drift, Drift wäre richtig geil in S1. Oder S2. Nur nicht S3. Ich will wieder S3. Das ist noch so aus, die ich testen muss. Checkpoint, S1. Oh, kann man auch machen. Ja, also auch nett. Wir? Algarve. Ja, wir würden sagen, wir nehmen wieder unseren Giulietta. Weil mit Dodge Charger RT nehme ich eher zum Driften dann, ne? Ja, dann haben wir alle drei. Ja, wir fahren jetzt zu dritt gegeneinander, ja. Und alle mit der gleichen Lackierung. Das ist nice. Komm, wir fahren dann kurz ein bisschen nebeneinander, ja, damit die Leute sehen können, wie das aussieht. Nö. Nö. Nick muss natürlich vorfahren, ne? Natürlich, ich hab's eigentlich. Ja. Ich hab keine denn? Zeit. Ja. Ach du armer Nick, du. Ja, hab einfach keine Zeit. Wir könnten zu dritt nebeneinander starten. Ich bin sowieso vielleicht derjenige, der als letztes noch fehlt. Der Start ist. Achso, stimmt ja eigentlich, ne? Dieser Checkpoint, scheiße. Das Rennen wäre jetzt kein Ding, aber Checkpoint wäre was anderes, ne? Schade, Nick, okay. Startet erster? Ja. Dich letzter. Wir haben übrigens alle die gleichen Lackierungen, das heißt. Ja, es sieht geil aus. Fertig. Oh, ein bisschen raus. War jetzt nicht so gut. Ja, du auch. Habe ich auch gerade volle Kanne. Aber unabsichtlich. Früher eingelenkt. Ja. Jetzt ist das Ding wieder am Arsch der Heide. Ach, was? Mal schauen, ob ich Panos verblasen kann. Das wäre nett. Bin nicht so der Fan von. Bei mir steht auf Blasen, anscheinend. Ein Idiot, Nick. Weißt du das? Nee. Wenn du so nicht. Wenn du mal verblasen sagst, ne? Stehst du auf Blasen. Ja, steht mir schon drauf, wenn einer geblasen wird, ich meine, hallo? Das hört sich eher so an, dass du blasen möchtest. Nee, das nicht. Die kann so auch drüber freuen, wenn ihm einen lutschen wird oder so. Ja, der nicht, aber was? Nein. Ah, komm, laber uns hier nicht voll, wenn wir ja, spielen. Natürlich, ich will auch natürlich, ich will vom Kerl einen lutschen lassen oder was? Achso, ja, das. Ah, ja, genau, Panos, guck. Panos ist eindeutig schwul. Ihr habt nicht richtig zugehört. Das ist ja das Hauptproblem bei dir. Ja, richtig. Das ist echt mal wundern, wenn der überhaupt mal zuhört. Panos, ich hole auf. Ich fand gestern seine Ausrede geil. Ich war am Essen. Das ist ein Grund, nicht zuzuhören. Ich war am Essen. Und ihr habt in meinem Video geguckt. Und Nick, ich will auch dir nichts sagen, aber wir holen auf. Das ist doch schön für euch. Und ich fahre auch nicht richtig angeschritten. Ich sitze hier gechillt, fahre ein bisschen. Ja, ich auch gerade, ne? Du fahrst hier halt ein bisschen einen runter. Oh, jetzt bin ich weit raus. Ah, ich war scheiße abkürzen. Hahaha. Wir haben schon einen Plan geschmiedet. Achso? Willst du mich jetzt raushauen oder was? Nein, wie kommst du da drauf? Ich kenn dich nur. Das schaffst du eh nicht. So nah kommst du gar nicht mehr ran. Komm, bremst ab und dann fahren wir nebeneinander, so wie du solltest. Nö. Jetzt fahren wir schon das Rennen. Ja, nur weil du jetzt Zweiter bist. Ja, Checkpoint ist doch ein bisschen was anderes, ne? Ich hätte den größten Nachteil. Als ich gestartet bin, hätte ich noch die wenigste Zeit, ne? Ja.
Alter Panos, fahrst du überhaupt noch? Ich hab keine Lust zu fahren jetzt zu dritt, das war mir voll kein Fun. Meine Güte. Ja, nix, meine Güte. Das ist wie so eine Frau, ne? Wie so eine Emotionsschwankung, ey. Ja. Ich will nicht mehr. Mann, das ist zu behindert. S1 auf Rennstrecken, ne, aber S4 auf Kalifornien, oder was? Normal. Ganz normal. Alter, ich fahr grad so chillig, aber so gut dabei, ey. Ah, ein bisschen, die hab ich Arsch genommen. Noch kein Kratzer drin in dem Lack, ne? Du, Nick? Nö, ist bei der Strecke auch ein bisschen schwierig, da einen Kratzer reinzukriegen eigentlich. Naja, Kollisionen halt, ne? Da muss man ja sonst schon wie weit aus der Kurve rausflüchten. Oh, die Kurve war nicht so gut. Ha, du auch nicht. Ja, normalerweise krieg ich sie besser, aber die sind zu spät gebremst und so. Ja, ich jetzt auch, ey. Jetzt halt Panos ganz schön aufgeholt hier. Macht aber nichts. Panos ist gleich weg, nehme ich an. Ich glaub nicht, dass Panos noch zum nächsten Checkpoint dann kommt, nach den. Nee, es wird sich für Panos nicht ausgehen. Sag ich doch. Panos ist raus. Mal freuen, wenn sie mal gewinnen, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, ey, das ist ja selten, ganz ehrlich. Gegen dich zu gewinnen ist wirklich selten. Aber wird häufiger, Nick, wird häufiger. Hm? Ah, das tut gut. Naja. Muss nichts auf einbilden. Würde ich wirklich ernst fahren, hätte ich keine Chance. Ich bin ja auch nicht ernst gefahren, Alter. Kannst du wohl gechillt besser fahren, als wenn du ernst fährst? Anscheinend. Na dann, somit haben wir ein bisschen Moos verdient, sind bald Level 11 und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play mit Neonatore und Co. Bye bye. Ihr dürft auch Ciao sagen. Nö. Nö. Ciao.